Werner Nimmert, dem Geschäftsführer Finanzen, das muss ich betonen, bei den Hammer Eisbären. Ich hätte ja gar nicht mehr gedacht, dass ich den Namen nochmal in den Mund nehmen darf, aber die Hammer Eisbären wird es wieder geben. Ja, das ist richtig. Da bin ich auch ganz froh drüber, dass es den alten Namen wieder gibt. Mit dem alten Namen konnte niemand was anfangen. Also wenn man Fans gesprochen hat, wie sieht's aus, lass uns mal den Namen wieder aufleben. Firmen hier in Hamm, wenn man da auf Sponsorensuche geht und sagt, wir sind auf Sponsorensuche für die Youngsters, da haben wir überhaupt nichts mit anfangen können. Ne? Ja, die Fans haben auch, sage ich mal, die letzten 2 Jahre schon geschrien, so nach dem Motto, wir wollen unsere Eisbären wieder haben. War das dann eine Entscheidung aus dem Bauch oder haben sie sich eigentlich hingesetzt mit den Verantwortlichen und gesagt, ich glaube, das ist eine gute Marke, die können wir wieder positiv besetzen? Das ist richtig. Wir haben also schon während der Saison schon darüber nachgedacht, also der vergangenen Saison, dass man sagte, also wie kann man hier die Wahrnehmungsfähigkeit hier wieder steigern. Ja? Und haben uns auch mit einigen Unternehmern unterhalten und sagten, Mensch, ja, mach das doch. Ne? Dann kommt man, kann man gleich wieder eine Identifikation mit dem Eishockey herstellen. Ne? Ist das ganz wichtig, dass wir eine neue Identität für den Hammer, für Hammer Eishockey haben? Es ist ja auch proklamiert worden, Eishockey als Event zu verkaufen. Das heißt, stellen Sie sich ein bisschen neu auf, auch in der Außenvermarktung? Ja, natürlich. Wir wollen natürlich auch neue Sponsoren für diese Sportart begeistern, gerade hier in Hamm. Ist halt ein schwieriges Umfeld hier in Hamm, das haben auch schon andere Vereine wohl gemerkt. Aber da müssen wir halt uns alle anstrengen und dann versuchen, hier den einen oder anderen Großsponsor mal an Land zu ziehen oder auch eine Menge kleineren Sponsoren. Und wir haben uns da jetzt breiter aufgestellt. Wir haben die Finanzen, wir haben die sportliche Leitung, wir haben dann noch einen Teammanager und jeder kriegt dann seine Aufgabe. Ja, Sie haben auch gesagt, das war ganz nötig. Das hat man aus den Erfahrungen der letzten 1-2 Jahre wohl gemerkt, dass einer alleine das gar nicht mehr bewältigen kann. Weil immerhin spielen die Hammer Eisbären, so heißen sie denn dann ja, auch dritte Liga. Und das bedeutet auch schon ganz schön viel Organisation. Ja, also das kann alleine einer, gar keiner schaffen. Also wir hatten das in der letzten Saison mit dem Herrn Dicht. Der hatte eigentlich alles zu regeln. Von der Busfahrt, von der Materialbeschaffung, von den Spielernverpflichtungen und den Spielabenden und so weiter. Und das, da bleibt irgendwas auf die Strecke. Und da haben wir uns jetzt bereit erklärt, hier mitzuarbeiten. Wir haben zwar selber wenig Zeit, aber uns liegt hier viel an dem Eishockey. Wir haben also richtig Herzblut hier drin und wollen also hier richtig Gas geben. Wir unterstützen auch persönlich mit unserem Unternehmen, dem Verein, mit einer höheren Summe, sodass wir hier auch eine solide Finanzplanung für die nächste Saison auf die Beine stellen können. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt hier in irgendwelche Experimente verfallen und irgendwelche Top-Spieler holen, die wir uns eigentlich gar nicht leisten können. So war es in der Vergangenheit, in der alten Eisbärenzeit, dass man schnell den Boden unter den Füßen verloren hat und da waren dann halt ruckzuck die Insolvenzen da. Ne? Ja, genau, das wäre jetzt noch meine Frage gewesen. Der Name Hammer Eisbären alleine wird nicht reichen, weckt aber auf der einen Seite in der Öffentlichkeit auch ganz, ganz hohe Erwartungen, weil man natürlich noch die Geschichte kennt. Aber Sie haben gesagt, Sie sind Realist und 1.000, 1.500 Zuschauer werden Sie in der nächsten Saison jetzt nicht erwarten, aber schon den Schnitt des letzten Jahres wollen Sie schon so ein bisschen erhöhen. Ja, also wenn wir das jetzt nicht hinkriegen mit dieser Aktion, vor allen Dingen ist es ja eine große Forderung der Fans gewesen, dass man diesen Namen wieder aufruft. Also wir haben jetzt in unserer Kalkulation mit 10-15% mehr Zuschauern jetzt gerechnet und das ist, glaube ich, sehr konservativ gerechnet. Und wenn wir dann vielleicht die ein oder anderen Hunderter hier mehr in die Halle bekommen, wer weiß, was da noch möglich ist. Ne? Eishockey als Event in Hamm war es ja schon immer, soll es auch wieder werden, mit dem alten Namen und der guten alten Tradition der Hammer Eisbären. Danke, Werner Nimmert, Geschäftsführer Finanzen bei den Hammer Eisbären, bei uns im hammsport.de Gespräch. Danke. Dankeschön.